Ja, geschafft. Genial. Kapitel 10. Der Weg der Rosen. So, und wie ich es angekündigt habe, wir machen dann jetzt einfach mal eine kurze Werbeunterbrechung, hätte ich jetzt fast gesagt. Eine kurze Pause. Auch wenn es mir gerade schwer fällt, eine Pause zu machen. Ich habe Hunger. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Gut. Dadurch, dass wir jetzt gerade das Kapitel gewechselt haben, wird das ja wahrscheinlich hier alles am Anfang der nächsten Folge sein. Deswegen wird es jetzt einen kurzen Break geben und dann geht's auch sofort weiter. Bis gleich. So, na Bernd, herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale. Beziehungsweise für euch ist es ja nicht mal eine Sekunde her. Für mich ist es mittlerweile ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich muss jetzt mal wieder klarkommen. Aber ich weiß ganz genau, wo wir sind. Wir sind in der Universität gelandet. Wir wollen ein Buch finden. Und da werden wir uns jetzt aufmachen, das auch zu schaffen, ne? So. Jetzt nur die Frage, was wartet hier hinter den Wänden? Was wartet hier in den Gängen auf uns? Kommen wir hier schon weiter? Verschlossen. Nee. Gut. Hier ist auch komplett gähnende Leere. Die Inquisitoren sind hier und auf jeden Fall unterwegs gewesen. Und hatten keinen Respekt vor irgendwas. Aber wo sind nur all die Bücher? Wahrscheinlich alle verbrannt worden, könnte ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise sind sie gerade dabei, die Bücher zu verbrennen. Ist ja kein seltenes Phänomen im Verlauf der menschlichen Geschichte. So, hier haben wir noch ein bisschen Schwefel. Türen kriegen wir alle nicht auf. Okay, dann wissen wir, wo wir weiter müssen. Auch schon wieder mega beeindruckend, diese Halle. Wahnsinn. So. Finden wir hier noch ein paar Collectibles. Mein Lieblingswort in diesem Spiel, wie ich das Gefühl habe. Erstmal sieht es nicht danach aus. Es ist auch gerade die Musik verstummt. Ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ah. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann dir nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Das wird ein Spektakel, sag ich doch aber auch, du. So, den kann ich auf jeden Fall erledigen. Keine Ratten. Merkwürdig. Moment. Herstellungsverfahren war hier. Ach, das war das Falsche, ne? Das war hier Odorus brauchten wir. Genau, weil ich will das Material definitiv mitnehmen. Auch nicht zu viel herstellen, sonst haben wir wieder an der Werkbank nichts. Moment, Stein. Und zack. Ah, das hat wehgetan. Ganz sicher sogar. Aber auch nur einen kurzen Augenblick. Alkohol noch mitgenommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier irgendwas zum Einsammeln geben wird. Die Frage ist nur, finden wir es auch? Auf jeden Fall Material ohne Ende liegt schon mal rum. Irgendein besonderes Buch oder ein Heft oder einfach nur eine Notiz, die wir mitnehmen können. Schwierig, schwierig.
bisher dann doch nichts gefunden. Darüber müssen wir. Ja, Misia, das ist schwer alleine, ne? Aber du machst das gut, Mädchen. So. Sehr offen gestaltet hier alles. So eine Wandteppiche muss man auch mal begutachten dürfen zwischendurch. Guck mal, da hinten ist noch eine Kiste. Als hätte ich's nicht geahnt. Ein bisschen Schnur. Oh, mit der Schnur sind wir auch komplett voll. Wir müssen mal langsam wieder eine Werkbank finden. Und Alchemist, habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Ja, da müssen wir uns mal ein bisschen beeilen jetzt. Vor allem, die haben ja schon reichlich Bücher durchgeschaut. So wie die Haufen hier aussehen. Fertig machen können wir sie nicht. Was war das? Oh, oh, hat sich da etwas bewegt? Ich muss näher heran. Hey, ihr habt hier nichts zu suchen. Nein, kommt nicht hier hoch, kommt nicht hier hoch. Wie soll ich den denn... Wie soll ich denn an den vorbeikommen? Nee, du kommst jetzt hier nicht die Treppe hoch, ne? Kann ich mich hier hinter verstecken? Das wird doch nix, ich sehe es schon kommen. Zu spät. Jemand... Ich glaub's nicht. Ja. Ich hab sie. Sie sind... Ja, das war ja klar. Das war ja klar. Keine Chance. Wenn sie schon hier hochkommen, wo soll ich denn auch hin, ne? So, Moment. Aber er guckt doch gar nicht zur Seite. Doch jetzt. Alles klar. Dann hatte ich eben gerade den falschen Zeitpunkt einfach nur gewählt. Schmeiße ich einen Topf vielleicht? Moment. Jetzt kann ich schon mal weiter. Ob es eine gute Idee wäre, ihn umzubringen? Nee, die Waffe kriegt das hundertprozentig mit. Da drüben, das haben wir liegen gelassen, brauchten wir aber auch nicht. So, Moment, Moment, Moment. Wir können mal einen Topf auswählen. Hast du das gehört? Ich gehe mal nachsehen. Ausschau halten. Ach, das war genau der falsche Ort, ne? Nein, nichts gefunden. Natürlich. Ich dachte, die bewegen sich dann wenigstens mal. So, jetzt warten wir kurz, bis er sich wieder zurückbewegt hat hier. Müsste ja jederzeit soweit sein. Außer... Nee, scheint sich nicht mehr umzudrehen. Wenigstens kommen die verfluchten Ratten. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, okay. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul.
Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Ach, okay. Hier sind Ratten ohne Ende. Ah, da sind sie ja. Jetzt kann ich die doch eigentlich auch mal bewerfen. Ja, obwohl, das wird mir nichts bringen, ne? Da drüben ist zu viel Licht. Ich versuch's einfach mal. Wir lassen es mal drauf ankommen. Ah ja, siehst du? Man muss eben Acht geben. Hat doch geklappt. Kann ich ihn auch gleich bewerten? Ja, sauber. Sauber. So, Moment. Da, wo die Ratten waren, da wird bestimmt noch was zu finden sein. Wir drehen mal dieses Licht ein bisschen. Das wäre doch gelacht, wenn hier nichts ist. Ein Gänseblümchen. Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Siehste? Als hätte es das Gamerherz nicht geahnt. Gut. Dann müssen wir sie nur wieder einsperren. Moment. Ach. Natürlich, sie sind ja jetzt gerade auf den Leichen drauf. Mit denen beschäftigt. Chainblade. Voll drauf reingefallen. So, aber komme ich denn jetzt überhaupt an dem vorbei? Nein. Dieses Ding. Oh Mann, ey. Wird es am Ende alles bedecken? So, die Schnur können wir nicht wieder mitnehmen. Schade eigentlich. Aber eine Werkbank scheint auch nicht in der Nähe und überhaupt nicht greifbar zu sein. Na los, beweg dich, Reed. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Nur geschafft. Übelst viele Wachen. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. In der See wissen sie das. Gut. Wir brauchen Steine. Mal gucken, was passiert. Ich hab was gehört. Ich komme gleich wieder. Pass auf dich auf. Ey, ihr sollt doch aber beide dahin gehen. Hier ist nichts. Beruhigt euch wieder. Na gut. Stofffetzen noch mitnehmen. Alter, die Anspannung, die ist schon wieder real, ne? Merke sie. Schon wieder? Moment. Ich werde mal kurz nachsehen. Sei vorsichtig. Schnell. Tatsächlich. Schon wieder nichts. Alle zurück auf Position. Schon wieder nichts. Verstanden. Ist ja unglaublich. Wie kann denn hier die ganze Zeit nichts sein? Gut. Das Licht müssen wir wieder drainen.
Wieso gehen die jetzt nicht auf die Leute da los? Das wüsste ich mal gern. Sicher. Wo versteckt sich der Dreckskerl? Nicht in deiner Nähe. Laufen jetzt die restlichen Ratten wenigstens rüber? Sehr gut. Das müssten jetzt alle gewesen sein. Ich habe keine Hosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Na, wir hatten ja nur die eine Möglichkeit. Hier ist eine Werkbank. Das ist schon mal geil. Feier ich sehr. Alles können wir trotzdem wieder nicht mitnehmen. So. Können wir denn irgendwas aufwerten? Werkzeuge. Werkzeuge aufwerten. Ja. Was wir aufwerten können, das machen wir auch. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Stellt sich für mich überhaupt gar keine Frage eigentlich. Ich hätte jetzt wirklich gehofft, dass wir irgendwie nochmal Ausrüstung, also uns leiser bewegen oder wie auch immer. Über unseren jungen Ygote Ruhm? Senior Nicholas ist weiterhin auf also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade abschauen, wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell! Ich darf sie knallhart, nicht verlieren. Die Leute. Knallhart. Wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Das musst gerade du sagen. Na warte. Lass uns sein. So, finden wir irgendwo die Rosen? Beziehungsweise müssen wir jetzt überhaupt noch Rosen finden? Es geht ja scheinbar um eine Tür, die sie nicht öffnen können. Sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguist ein bisschen Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt auch noch. Na, dann kann es ja nicht lange was werden. Moment, Moment. Hab ich dich.
Das scheint auch nicht die, scheint auch nicht einer von denen gewesen zu sein, die draußen waren. Draußen war ja dieser eine, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, hauptverantwortliche Alchemist oder so. Gut, der wurde jetzt nicht unbedingt besonders benannt oder so, deswegen kann es natürlich auch einfach sein, dass es irgendein Model war. Wie kommen wir jetzt weiter? Müssen wir den Leuten einfach hinterherlatschen? Da ist nochmal Schnur. Brauchen auch nochmal Leder oder so. So, mal gucken. Also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Deron kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Okay, an die ganzen Gegenstände hier sollten wir auch noch irgendwie rankommen können. Da drüben liegt nämlich auch noch Leder, so wie das aussieht. Aber wie kommen wir daran? Ja, ich könnte natürlich ihn jetzt zum Schlafen bringen. Hey, ihr werdet den Magen. Na, geht doch. Oh. Ah, siehst du mal. Seltsam. Studie vom gehäuteten Menschen. Das lesen wir uns nochmal durch. Da Autopsien von der Kirche offiziell verboten sind, stecken Studien zum menschlichen Körper noch immer in den Kinderschuhen. Vom Ernst der Lage tief erschrocken verfasst Papst Clemens VI. Eine päpstliche Bulle, die es Ärzten erlaubte, die Körper der Toten zu öffnen, um die Pest besser verstehen und bekämpfen zu können. Leider folgten nur wenige Geistliche seinem Aufruf. Die meisten anatomischen Zeichnungen stammen daher heute aus Büchern des Orients. Okay. Interesting. Moment. Ja, Leute, willkommen zurück. Es ist jetzt mittlerweile ein paar Stunden später, nicht nur einen Moment. Ich durfte dann meinen Kleinen abholen. Der wurde vom Kindergarten für krank erklärt und deswegen musste ich ihn dann abholen. Deswegen jetzt dieser komische, schnelle Cut. Aber das Glück ist auf meiner Seite. Ich weiß noch ganz genau, wo wir waren, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir uns diesen Schlaftrunk hier gegeben, haben uns direkt vor ihn gestellt und im rechten Moment E gedrückt. Ja, super. Hat wieder geklappt. Oh, können wir uns das wie seltsam nochmal neu schnappen. Dieses Mal hat er es nicht mal mehr angezeigt, also hat es vom letzten Mal dann doch noch gespeichert. So, Leder wieder mit dabei. Geile Sache. Ich hoffe, wir können dann auch bald mal wieder ein bisschen was aufwerten. Oh, hier sind sie immer noch. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Habe ich jetzt hier alles eingesammelt? Bin mir gerade unsicher. Ja, da drüben, das konnte ich nicht mitnehmen. Auch nicht so schlimm. Aber wie soll ich die denn jetzt überwältigen? Hier gibt's auch nichts mehr zu finden. Nun gut. An die Arbeit! Wir haben den Boden ruiniert. Ach, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht.
Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht so viel Zeit. Okay. Tja, was mache ich jetzt? Was ist der Plan? Mich da drüber stürzen, dann kommt ja der zweite auch auf mich zu. Odorus wird mir nicht helfen. Komm schon, Beeilung! Wir brauchen dieses Buch. Ach so. Moment, wir haben doch... Welches war das nochmal? Genau, damit kann ich ihn schon mal zwingen, seinen Helm abzunehmen. Oder? Wie jetzt? Wie jetzt? Das geht nicht. Oh Gott, jetzt kommen gleich drei auf mich zu. Ach du Heiliger. Muss ich jetzt warten, bis er wieder aufgemacht hat oder was? Uah. Mach die Tür auf! Mach doch die Tür auf! Ah, es bringt auch nichts. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Verdammt. Also auf jeden Fall muss ich ihn erledigen. Schwere Rüstung. Es muss doch ein Würde ich mal so tippen. Aber wie? Schwere Rüstung. Ja, wir haben in der Vergangenheit... In der Vergangenheit gab es aber wenigstens... Ach so, ja, siehst du mal. Wir brauchen dieses Buch. Hier, sauber. Warte ich schon. Seit zwei Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Nein! Jetzt wusste ich gerade überhaupt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Oh Mann. So, jetzt wissen wir aber, was wir zu tun haben. Ich weiß, was ich zu tun habe. So. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ich muss den eindeutig schneller bewerten. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich mal auf da, auf. Mal auf da. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter, ich halte sie auf. Das wird schon irgendwie. Nein. Nein. Was soll denn das? Jetzt wird das die größte Herausforderung im ganzen Spiel. Ich sehe es schon kommen. Es muss doch einen Weg geben. Was war das für ein... Oh. Gut. Darauf warte ich schon. Seit zwei Tagen. Ja, deswegen darfst du es jetzt auch öfter machen. Weil du schon seit zwei Tagen darauf wartest. Alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. So, für den absoluten Notfall. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter, ich halte sie auf. Zack. Nummer uno. Nummer zwei. Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Aber das übelste Feuer. Komm schon. Jetzt, wo ich den Notfallplan habe. Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Jetzt, wo ich den Notfallplan habe, schaffe ich es natürlich mit einem Zug. Ich
bin jetzt nicht unglücklich darüber, dass, ne? Nur damit wir uns verstehen. Schnell, 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 hey, die sind direkt hinter uns. Nicht nachdenken. Lauf. Ach du Heilige. Und wir sind erledigt. Wie viele Bücher? Die sind alle verrottet. Mach zu. Saubere Nummer. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Ja, habe ich schon gesehen, aber die waren alle verrottet. Das ist das große Problem. Oh. Hier leuchten sogar noch Kerzen. Dann muss doch hier vor kurzem erst jemand gewesen sein, oder was? Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. So, erstmal sammeln wir hier alles auf. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Ja, ja, ja. Kommt sofort. Wir werden uns gleich darum kümmern. Oh, guck mal hier. Das lasse ich lieber, wo es ist. Teriyak. Die Fermentation dieses Suds aus mehr als 50 pflanzlichen, mineralischen und tierischen Zutaten dauert länger als ein Jahr, damit sich die Wirkung vollständig entfalten kann. Wird er gegen das große Böse angewendet, scheint er die Entwicklung der Pestbeulen zu beschleunigen, sodass die Infektion nach einem Einschnitt beseitigt werden kann. Okay. Ein bisschen Werkzeug. Zu hoch. Ich brauche etwas zum Hochklettern. Ja, wir kümmern uns gleich, wir kümmern uns gleich. Da ist schon mal ein Wagen. Den können wir bestimmt gebrauchen. Schnur können wir nicht mitnehmen. Aber den Wagen kann ich doch jetzt hier nicht einfach rausziehen. Kann man das damit bewegen? Schon gut, schon gut. Interessant. Ja, tatsächlich. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Aber das heißt, du musst jetzt gleich alleine festhalten. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Also den hier jetzt. Auf jeden Fall. Ja. Halt schön fest. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Es hat nachgegeben? Du hast losgelassen, Mann. Perfekt. So, hoch da. Okay. Übrigens. Wo gehen wir jetzt lang? Und du bist Rodrik, oder? Ist eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrer. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Ah, deswegen lag die Bodenplatte hier. Damit wir das direkt wieder da drauf schieben können. Auch geil. Komm schon! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Und auf der anderen Seite durftest du ja auch nicht für ihn da sein. Vergiss das nicht. Es scheint so, als wenn das hierher kommt. Ich stell's erstmal hier ab. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? So. Hört sich gut an. Mach mal hier. Oh
Okay. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Soll das vielleicht also da rein? Gut, bringen wir es hinter uns. Ja, auf den ersten Blick ergibt es auf jeden Fall Sinn. Und was machen wir hier? Rodrik? Sofort. Achso, damit geht die eine Seite runter, die andere Seite hoch. Alles klar, aber dann komme ich da auf jeden Fall auch weiter. Zack. Nächste bitte. Und rüber. So, Rodrik, du kannst loslassen. Ja. Gott, die ganzen Bücher hier. Die werden es bestimmt nicht überleben. Wer weiß, wann die Wachen hier auftauchen. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Oha. Das ist ja ein Riesenteil. Ich kann es einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Sie sind schon da. Ich kenne dich, Amicia de Hoon. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang! Wachen! Ihr könnt fliehen, doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Na man, gut, dass sie das Buch jetzt so auf dem Rücken trägt. Das ist ja auch geil ausgedacht. Ich habe mich schon gerade gefragt, wie sie jetzt klarkommen möchte mit so einem riesen Buch auf dem Rücken. Das wird die Hölle. In der Hand. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe, ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Das schaffen wir schon. Wir werden vielleicht ein- bis zweimal sterben. Wie konnten wir nur so sehr die Und dann schaffen wir das. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Rodrik, du bist dran. Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Nicht schlecht. Erstmal direkt das Genick gebrochen. Das reicht, ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Ja. Moment. Dieses Geräusch. Was war das? Erledige ihn. Du bist erledigt. Hab dich. Gut gemacht. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. So, aber durchsuchen kann ich die Leute leider nicht. Guck mal, hier ist noch eine Truhe. Lukas. Angenehm. Er sieht manchmal schlecht. Und ein Lesestein. Vielleicht können die hier helfen. Nachdem jahrhundertelang gerätselt wurde, wie unser Auge funktioniert, kam es vermehrt zu wichtigen Erkenntnissen. Zunächst ging man davon aus, dass unser Auge Strahlen aussendet und Objekte um uns herum sichtbar macht. Doch schon bald fand man heraus, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Mit der Zeit entwickelten sich Lösungen für Sehschwächen. Ein gutes Beispiel ist die Erfindung von ersten Brillen, die Weitsichtigkeit lindern können. Übelst geil ausgedacht, ne? Nun ja. Weiter geht's. Wir essen zeitig.
Das mit diesen Wandteppichen ist auch einfach nur genial gemacht. Ich hasse es, hier rumzustehen und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen, in Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Der ist für dich. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Perfekt. Ha. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Übelst die Assassin's Creed-Nummer hier. Wahnsinn. Aber wir sind ein gutes Team. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Oh. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten, das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten, der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte, bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ach so. Extinguis. Jetzt können wir also Flammen ausmachen. Ja, saubere Nummer. Vor allem für sie. Das tut mir nur... Also eigentlich gar nicht leid. So, Moment. Einmal an den Ratten vorbei. Schnell alles eingesammelt. Ganz weit vorbei, sonst kriegen wir hier noch auf den Dönks. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Wenn ich die in die Finger kriege. So. Das Gute ist... Aber das müsste doch eigentlich auch funktionieren. Dreckskerl! Da habt ihr euch also versteckt. Ah, Scheibenkleister. Ich kann ihm bestimmt nichts an den Kopf werfen, ne? Ich kann ihm bestimmt nicht dieses Schlafpulver ins Gesicht knallen. Das funktioniert hundertprozentig nicht. Weg. Oh doch, das klappt. Nice. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich an dem Schild vorbeikomme. Aber gut. Das haben wir. So, und jetzt brauche ich aber das Odoris. Es gibt hier nicht umsonst schon wieder was zu pflücken. Wir werfen das mal rüber. Hoffentlich gehen dann auch alle hin. Was macht ihr denn da? Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Ach Mist, jetzt kommen wir hier nicht rüber. Oha, du bist ja auch gerade so rechtzeitig Scheiße. Rausgekommen. Du brennst! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja, ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Einen von ihnen? Am besten alle beide, ne?
Starke Lichtquelle, zündet Loot. Nee. Das hier. Kümmerst du dich um ihn? So, warte. Das reicht. Wir werden euch. Ich euch doch noch erwischt. Nee. Lass mich los! Alter! Nicht mal ein Kratzer. Was? Das war ganz schön knapp. Ich hätte jetzt auch wirklich erwartet, dass er wieder nur einen Schlag macht und dann liegt, wie auch immer er jetzt heißt, Rodrik. Rodrik, glaube ich, heißt er. Wieder mal richtig Glück gehabt, ey. Und top, den nehmen wir mit. Müssen wir jetzt wirklich müssen wir dabei? Hier durch? Ja. Ach, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Ja, das haben sie auch gesagt, ne? Dass hier drinnen die Hölle was los ist. Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Hier, kümmere dich nicht um sie. Oh Gott! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm schon! Spätestens Rodrik sollte doch wissen, wie man hier rauskommt, ne? Verschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Sieht gut? Boah. Kriegt hier voll den Flammenschwall entgegen. Wie konnte sich das Feuer so weit ausbreiten?